langsamer Abstieg in die Dunkelheit, in den Wahnsinn, in die Sinnlosigkeit und in die Verzweiflung. Wenn ich nicht irre, dann steht am Schluss dieser Beschreibung dieses Spiels auch noch: Du weißt, du bist besser dran, wenn du tot bist. Ich weiß ja nicht. Ich habe das mal gefunden. Das heißt Euklidin, wenn ich das richtig lese. Also Euclidean. Ja, und Dean wird, glaube ich, Dean ausgesprochen. Das ist ein Geometrik-Horror, wie hier steht, und ist rausgekommen am 25. September 2015. Ja, ich war hier auch schon mal drin. Ich habe mich hier auch schon mal umgeguckt, deswegen weiß ich, dort ist, wo wir uns also unser erstes Stage auswählen können. Da gibt es dann wohl mehrere. In die Option war ich halt drin. Und hier ist irgendwie gar nichts, außer irgendwas Sichtbares. Also so ein Bild halt. Ansonsten habe ich noch gar nichts gemacht. Ich spiele das ansonsten komplett blind, weil gerade bei solchen Spielen, da will ich gar nicht wissen, was passiert. Und wenn ich dann schon mal richtig reingucke, dann weiß ich das ja schon. Ja, grafisch hat es aktuell hier irgendwie, also aktuell meine ich jetzt hier an diesem Anfang, nicht so unheimlich viel zu bieten, finde ich. Also was die Wolken hier so weiter betrifft. Aber die Atmosphäre, die ist gut. Die ist nicht nur nett, die finde ich auch gut. Ja, also Geometrik-Horror. Ich denke mal, das wird so eine Art Rätselspiel sein. Das steht in der Beschreibung jetzt nicht wirklich drin. Also wenn ich jetzt Englisch könnte, würde ich es euch vorlesen. Aber dann macht ihr euch wieder, gerechterweise muss man dazu sagen, über meine Aussprache lustig. Müssen wir mal gucken. Also wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich glaube, ich habe mir das auf Pfeiltasten gelegt. Mit der Maus. Ja, das funktioniert soweit. Also hier seht ihr die ganzen verschiedenen Stationen. Das geht auch nicht auf Deutsch. Das geht, jetzt muss ich mal reingucken. Interessanterweise auf, da haben wir es. Auf Englisch natürlich. Auf Spanisch, das konnte ich mal, das kann ich auch noch ein paar brauchen. Italienisch, naja, liegt nah bei Spanisch. Und wieder Englisch. Und dann war es das auch schon. Mehr gibt es da leider nicht. Aber Englisch können halt auch unheimlich viele, gerade die Jungen. Und daher nicht das Problem. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, wenn ich mir das hier angucke, die sind alle klein. Und der ist dick, also werde ich wohl hier anfangen müssen. Naja, in der Regel geht man von unten nach oben. Und wenn ich klicke, passiert aber nichts. Okay, gehen wir mal von oben nach unten. Passiert auch nichts. Also ich kann hier wohl wählen. Jetzt bin ich mal, das habe ich nämlich nicht ausprobiert. Also ich wollte ja nicht reingehen ins Spiel. Muss ich hier dann noch irgendwie irgendwas machen? Moment. Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Und ich habe einen Timer vergessen. Naja. Okay, ich habe wohl irgendwas gemacht. Ja, die Tasten, die habe ich. Was war mit Kreaturen? Moment. Na super. Was mache ich denn jetzt? Irgendwie irgendwas einsammeln? Wie denn? Wo denn? Wie? Okay, das ging mal schnell. Das ging mal schnell. Was mache ich denn hier? Und wo war ich hier überhaupt? Ach,
Ich muss mich beim Runterfallen, kann das sein, beim Runterfallen bewegen? Probieren wir mal. Okay, jetzt falle ich wieder. Und ich muss irgendwie nach unten und ich glaube, was war das? Ich glaube, ich stehe jetzt irgendwo drauf. Was bin ich nicht? Ach, ich gucke immer noch. Ach, ich muss... Ah, okay, verstanden. Von den Dingern darf ich also nicht berührt werden. Ansonsten habe ich ein Problem. Okay. Gehen wir nochmal runter. Und versuchen wir irgendwie... Ich muss mich also... aber ich muss ja nach unten gucken. Okay. Ah, da ist irgendwas. Moment, da war doch... Kann ich da hin? Ich habe keine... Ah. Ich glaube, da kann ich hin. Ich glaube, da... sollte ich nicht hin. Moment, das ist doch ein Tor. Warum darf ich denn da nicht durch oder darf ich nicht hier drauf? Okay. Schwierig. Jetzt muss man aber erstmal... Ich wüsste auch jetzt nicht, dass da irgendwo irgendetwas beschrieben ist. Ist natürlich ziemlich dunkel, das Ganze. Von daher... Da ist jetzt wieder der Tor. Das versuchen wir jetzt einfach nochmal. Mach mal Licht. Mach mal Licht. Ich möchte Tor sehen. Okay. Okay, ich komme immer noch runter. Ich komme runter. Ich bin... wo bin ich denn? Da ist das Tor. Also darf ich wohl auch nicht auf den Stein. Was bin ich denn hier selber? Ich darf also wohl auch nicht auf den... Okay, also Steine auslassen. Die komischen Dinge auslassen. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass ich hier einfach nur ausweichen muss. Das wäre ja... sicher. Ich meine, das ist insgesamt allerdings ein bisschen schwierig. Okay. Wir müssen das mal... noch ein bisschen nach... okay. Jetzt... ich höre da was. Ich muss... ja, so... Nein, geht weg, geht weg. Geht weg. Ich krieg tatsächlich Gänsehaut. Was ist das denn? Das ist, man sieht ja nichts. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Überall so Viecher. Da ist da irgendwas, wo ich hin muss. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Was war das? Das sind die Regeln. Die Regeln, ich muss da rein? Nein. Also das war hier böse. So wie ich das jetzt verstanden habe. Es ist nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Das ist ja lustig. Okay, wie ist das denn, wenn ich... Ich muss ja immer nach unten gucken, wenn ich nach unten falle, sonst geht's ja nicht. Und ich muss hier allem ausweichen. Habe ich so das Gefühl. Ich bin hier wohl irgendwie scheinbar unter Wasser. Denke ich mal. Habe ich so ein Gefühl aufgrund der Blasen, ja, die da sind. Okay, jetzt noch ein bisschen nach vorne. Aber wieso aufmachen, aufsammeln? Ist ja so eine Sammeltaste dabei.
gehen wir da nochmal durch. Vielleicht muss ich ja doch irgendwo hin, dass ich erstmal nach unten muss. Lebenderweise, da war schon wieder Böses. Was ist da? Was ist da? Ich will sehen. Okay, da ist Böses. Ein bisschen nach vorne, Ah, da ist das Licht, da muss ich hin. Das heißt doch immer, geh ins Licht. Denke ich mal. Ich will es mal schwer hoffen, dass das richtig ist. Ich komme hier irgendwo hin. Ah, ich habe da was geschafft. Okay. Verstehe. Also ich muss immer nur ausweichen erstmal, bis ich da bin, wo ich hin will. Wenn man das dann... Woher weiß ich ja... Oh, nein. Was ist das? Hier geht alles kaputt. Oh, böse. Böse. Nein, auch böse. Ich bin nicht da. Oh, verdammt. Oh, verdammt. 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 Wo bin ich jetzt? Oh, verdammt. Viel. Oh, böse. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe versehentlich die Sammeltaste gedrückt. Okay, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich bin gestorben. Nein. Moment. Okay. Also so wirklich Horror weiß ich jetzt nicht. Kann ich so eigentlich nicht sagen. Was ist das? Achso, das geht alles kaputt. Da darf ich theoretisch aber drauf. Es geht halt nur kaputt. Horror würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber auf jeden Fall schwierig, weil man halt wirklich wenig, unheimlich wenig sieht. Halt immer nur dann, wenn es aufblitzt. Was macht der da? Geh mir weg. Da ist eine ganze Menge viel. Verdammt, da muss man aufpassen, die haben feste Routen. Da sieht man das dann auch. Das heißt, ich muss da irgendwie durchfinden, ohne deren Route zu treffen. Das ist nicht einfach, weil man kaum was sieht. Also immer nur diese Aufblitzen halt. Das heißt, ich muss mal gucken. Ich gehe jetzt mal einfach genau Richtung Licht, versuche ich mal. Oh nein, der ist böse. Da gehen wir mal dran vorbei. Das sieht so schlecht, glaube ich, jetzt nicht aus, wenn ich mal versuche, in die Richtung zu kommen. Noch ein bisschen. Jetzt haben wir es. Haben wir geschafft? Nein, haben wir nicht geschafft. Das ist nicht so einfach. Wie komme ich denn da dran vorbei? In welche Richtung soll ich denn da gehen? Oder fallen? Sagen wir mal besser so. Ich versuche mal in diese Richtung zu fallen. So. Ja, da ist mein Licht. Das nutzt mir gerade nichts. Ich versuche noch ein bisschen mehr in diese Richtung zu fallen. Da müssen wir mal gucken. Nein. Ich höre da böse. Der ist ganz böse, verdammt. Vielleicht komme ich in diese Richtung jetzt weiter. Das sieht nicht gut aus. Ach du Schande. Da unten muss ich jetzt aufpassen. Knapp dran. Aber durch. Ich glaube, wir sind durch. Wo ist Zeug? Ah, direkt unter uns. Sehr schön. Ich glaube... böse. Bleib weg. Nein, bleib doch auch weg. Geh weg. Noch mehr. Nein. Da war ich doch... Böse.
ganz böse. Der, ich dachte, ich wäre da schon durch gewesen. Da unten muss ich ja hin. Da hat's geleuchtet. Das Ziel so nah vor Augen. Und dann, doch nicht da. So ein Scheiß. Okay. Next, please. Eieieiei. Also ich muss jetzt zunächst mal in die Richtung irgendwie. Dann bin ich schon mal am Anfang durchgekommen. Muss nur irgendwie. So, und dann war ich glaube ich so geflogen. Naja, gefallen. Da dran vorbei. Dann habe ich das irgendwie so ein bisschen geschafft. Und dann gehen wir mal in diese Richtung und müssen auch die kleinen Bumble-Dinger aufpassen. Nein, da ist ja noch so ein Bumble-Ding. Und noch so ein Bumble. Jetzt wird's größer. Lass mich mal eine Taschenlampe craften. Oder gib mir einen Mining-Helm oder so. Warte mal. Okay, versuchen wir, vielleicht ist da nicht so viel Betrieb. So in die andere Richtung halt. Ja, genau in diese. Aber das sind so viele Steine. Wenn da viele Steine sind, ist da wohl auch viel Betrieb. Okay. Oh, böse. Und das war ganz böse. Da habe ich einen Stein erwischt. Okay, da ist wohl zu viel Betrieb. Das wird schwierig. Ich sehe das schon. Das wird aber noch richtig schwierig. Ja, hören tue ich das, aber sehen tue ich das leider nicht. Das ist nicht schön. Da vielleicht mal. Da vielleicht mal versuchen. Das sieht aber dann nicht so schön aus. Versuchen wir mal so. Geschafft. Und gucken. Ich hab ne Kumme sehen. Ich hab ne Kumme sehen. Genau drauf. Ach. Ich bin noch von oben runtergefallen. Oder nicht? Ich muss da durch. Mittig einfach durchfallen irgendwie. Das wird der Trick dabei sein. Nicht versuchen dran vorbeizukommen, sondern mittig durchzukommen. Okay. Ein Versuch haben wir noch, bevor wir für heute leider Feierabend machen müssen. Das ist echt nicht einfach, Kinders. Probiert das mal. So. Dazu müsste ich die jetzt nur irgendwie besser. Hell! Oder muss ich einfach das Licht nur direkt anschauen? Das glaube ich aber nicht. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Weil ich sehe das ja nicht. Also irgendwie glaube ich dann so noch. Ich kann ja auch nach rechts oder links. Oh, au. Okay, ja, mal noch mal gucken. Also ich weiß ja, dass ich nach rechts und links kann und dass ich sammeln kann. Und ich weiß nur nicht, was ich sammeln soll. Und, naja, dadurch, ich kann nach rechts, links, vorne, hinten, aber ich weiß nicht wie. Oder kann ich da auch wieder nach oben? Das ist schwierig, ne? Wenn man nicht sieht, in welcher Position man sich befindet. Kann ich so, nee, ich falle weiter. Ja, ich falle weiter nach unten, das geht also schon mal nicht. Jetzt müsste ich da nur irgendwie mal was sehen. Das heißt, in diese Richtung ging doch irgendwie. Okay, wenn, jetzt gib mir mal Licht. Ich sollte versuchen, dort herzukommen. Und noch ein bisschen nach... Nein, das war zu weit. Nein, ich bin nicht schnell genug da gewesen. Oder wie? Also der eine geht jetzt so rum. Ja, ist ja nur der eine auf dieser Linie. Also müssen dann halt zwei Stück auf der Linie sein. Ja, ich will nochmal gucken. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einmal nochmal einen Daumen hoch da. Und jetzt habt ihr uns Social Media, wenn ihr möchtet. Und dann hören, stören wir uns. Also, bis dahin. Bye, bye.